Leute, heute, Entschuldigung, ich musste erstmal meinen Dance aktivieren. Leute, heute spielen Ben und ich eine frische neue Folge Minecraft und zwar diesmal in der Bedrock Edition, denn wir wissen, Bedrock ist sehr verglitscht, verbuggt und alles werden wir heute auch testen. Wir werden nämlich 10 Glitches werden wir austesten. Wir sind hier beim Glitch Nummer 1. Hier ist Creative Pflicht und zwar die ganzen Glitches habe ich handerlesen aus TikTok geholt. In dem ersten TikTok, dann sind die selber alle fake. Nee. Das sah mir sehr real aus. Man muss in Creative sein. Und zwar muss man hier diese Beobachterblöcke bauen. Dann hier einen Goldblock. Und dann braucht man einen Notenblock. Der Elina, macht dann, funny fact. Ja. Diese Mine benutzt man. Boah, ich dachte, bei dir klingelt es in der Wohnung. Ich wollte gerade schon rumragen, dass schon wieder der Amazon-Fahrer vorbeibringt. Also, wenn es original so klingt. Nee, die benutzt man beim Block-Tycoon, um Stein abzubauen, weil es ja nonstop ein Signal gibt. Ach, so ist das. So ein Ding ist das. Und zwar ist das ein LA-Glitch. Wir müssen jetzt einen Helferlein spawnen. Den geben wir ein Goldapfel, OP Enchanted. Und der soll uns dann den nochmal wiedergeben. Der zieht anders durch. Außerdem wird er beschossen von der Jukebox. Hey, hör auf, LA! Gib mir so einen OP-Apfel! Wo ist denn der LA jetzt hin? Ach, hier. Oh, schmeißen wir ihn mal hin. Bam, er hat ihn aufgesammelt. Okay. Oh. Und jetzt müssen wir ihn töten. Hä? Jetzt hat sich's multipliziert, oder was? Und jetzt hat sich multipliziert. So, warte, wir gucken nochmal. Der hat den nämlich beim zweiten weggeschmissen. Zack, LA. Schmeißen wir ihn hin. Und wir schmeißen unseren Apfel hier weg. Zack. Hat er ihn gedroppt? Kill? Oh, hat das geklappt, Ben? Ich habe 2 Stück. Dann hat es ja wohl nicht geklappt. Also Leute, wir haben diesen ersten Glitch jetzt getestet. Und wir können sagen, dieser TikTok ist fake. Hey. Wir kriegen nämlich genau die Äpfel zurück, die wir dem LA auch gegeben haben. Aber wir hoffen jetzt, dass dieser... Oh, wir müssen das unbedingt ausmachen. Das nervt ja anders. Fake 2. Fake Nummer 2, und zwar musste ich hier einen Villager einsperren, weil ich Angst hatte, dass er mir wegläuft. Wir gehen wie der Weihnachtsmann hier oben rein. Und zwar haben wir hier ein Lesepult und das wollen wir duplizieren. Und zwar brauchen wir dafür eine Netherite Axt und ein Zauberbuch. Zack, Effizienz. Oh Gott. Ich habe mich gerade gefragt, wo der Villager ist. Ja, ich box dich. Und wir müssen. Falscher Remote. Wir müssen das hier abbauen. Zack. Und dann kurz warten. Und dann müssen wir es instant hinbauen. Ich habe verkackt. Moment, nochmal. Zack. Scheiße, es haut nicht hin. Es haut nicht hin, Ben. Ich sehe es. Was sollte denn passieren? Man sollte es eigentlich dann im Inventar behalten, wenn man es abbaut. Guck hier, man baut ab. Zack. Und dann. Place! Nee, haut nicht hin. Soll ich mal probieren? Ja, mach du, Ben. Okay. Aber hier kann man nicht hotkeyen, oder? Also man platziert das hier. Also habe ich es ja im Inventar. Ich bin im Game Mode. Das klappt nicht, Elina. Das ist ein Fake-A-Roni, ey. Dieser TikTok ist auch fake. Fake. Hier habe ich richtig krass was vorbereitet. Und zwar ist das der Glitch Nummer 3. Beziehungsweise eher ein Trick. Cable Generator. Genau. Wir brauchen nämlich als erstes so ein Kabeljau-Bucket. Damit machen wir dann hier diesen Cobblestone-Generator. Dann nehmen wir uns eine Spitzhacke, die wir nicht haben. Dann haben wir hier einen funktionierenden Cobblestone-Generator, bauen diesen Cobblestone hier ab. Dann machen wir ihn hier zu Stein. Zack. So, diesen Stein platzieren wir hier hin. Dann nehmen wir einmal Knochenmehl und machen hier raus Moos. Zack. Dann können wir hierauf eine Fichte bauen. Zack. Jetzt haben wir hier eine Fichte. Alter, das Ding ist ja absolut riesig. Ja, das ist mega riesig. Das ist normal. Hm. Ist das der Glitch schon? Nein, das ist noch nicht der Glitch. Das sollte auch eigentlich Warum gar sieht nicht... Warum sieht der so aus? Das ist ein kompletter Weihnachtsmarkt-Tannenbaum. Sollte auch eigentlich gar nicht so groß sein. Oh, der sieht aber cool aus. Ne? Hieraus haben wir jetzt Potsoul bekommen. Daraus nehmen wir jetzt die Erde. Die Erde platzieren wir jetzt hier auf diesen Dripstone. Okay. Diese Erde werden wir jetzt verwandeln in... Das wusste ich noch nicht. Man kann nämlich diese Erde auf dem Dripstone kann man jetzt verwandeln in Schlamm. Ja. Der trocknet jetzt auf diesen Dripstone und daraus wird dann später Ton. Dann müssen wir das so lange wiederholen, bis wir 30 Tonklumpen haben. Dann gehen wir zu diesem Villager hier und traden 3-mal hier die Smaragde. Zack, Roni, haben 3 Smaragde. Dann gehen wir zum Fischermann und haben einen Eimer voll Kabeljau. Und wir können das Ganze nochmal wiederholen, weil wir jetzt einen Eimer haben. Au, Elina, aua. Oh, Entschuldigung. Na, du sparst dir halt, dass du die ganze Zeit rumrennen musst und Ton sammeln musst. Damit kannst du mega schnell Emeralds farmen.
Ah, ja. Kommen wir zum Glitch Nummer 4. Und zwar, ich bin mir da ziemlich sicher, dass der Fake ist, weil angeblich soll man, wenn man hier durch diese Tür geht, Schaden bekommen. Das, glaube ich, ist ein Fake-Heimer. Man soll quasi darin ertrinken. Nee, das ist ein Fake-Heimer. Das hat sie gerochen. Ganz easy. Das ist ein kompletter Fake. Nee, entweder haben sie... Die einfach in der Tür festglitschen, oder wie? Ja, ja, man soll... Ich komme nicht da rein. Wieso ist denn dieser Sprung in Bedrock so schwer? Nee, eindeutig ein Fake. Quatsch, Linas Käse. Das ist Quatsch. Mit Soße den TikTok haben wir wieder aufgedeckt. Kommen wir zum nächsten Glitch. Und zwar haben wir hier ein Totem der Unsterblichkeit plus ein Zauberbuch mit Unendlichkeit 1. Man soll angeblich dieses Totem verzaubern können. Ah, das geht schon instant nicht. Man kann es ja noch nicht mal verzaubern. Warte, können wir das mit Befehl verzaubern, Ben? Enchant, Infinity, Infinity. Wenn das klappt, fresse ich 5 Minecraft-Kuchen. Die gewählte Verzauberung kann nicht zu diesem Gegenstand hinzugefügt werden. Und auch diesen Glitch haben wir aufgedeckt als Fake. Fake. Okay, dieser Glitch könnte ich jetzt vermuten, dass der tatsächlich funktioniert. Und zwar muss man hier einen Moosblock hinbauen, 2 hoch. Ja. Und man soll hier angeblich Lava platzieren können und darunter Wasser. Das war ein Reinfaller, Elina. Das war ein Reinfaller, aber in der ersten Sekunde dachte ich schon, das wird was. Wie viel Fake sind denn die ganzen TikToks, Elina? Das ist ja unglaublich. Was ey. Ist, wenn wir die andere Reihenfolge wählen? Was ist, wenn wir als erstes Wasser platzieren und dann Lava? Wollt ihr uns schon wieder verarschen hier? So viele Fakes, aber wir kommen jetzt zu den besten Fakes. Pass auf, also Glitches. Hä? Glitches, ich weiß nicht, ob es Fakes sind. Glitches. Folge mir mal hier in dieses ganz normale Loch hier rein. Oh Gott. Kompletter Dropper, ey. Und zwar... Das ist Fake-Wasser, oder wie? Nein, du bist einfach nur runtergefallen. Da gibt's eine Leiter. Das Wasser, hey, bei mir war da Wasser. Das Wasser ist noch von dem alten Hack. Ach so. Ich dachte, das ist Fake-Wasser. Das ist ja übel cool gewesen. Erzählen Sie uns den nächsten Glitch. Dankeschön, Dr. Banks. Und zwar, wir haben hier den X-Ray-Glitch. Und zwar habe ich hier was gebaut mit Kolben. Wir müssen dann einfach diesen Kolben betätigen und diesen Kolben betätigen. Und dann könnten wir hier angeblich durchgucken. Nummer 1. Nummer 2. Geht's? Ja, Mann, Ben, Alter, holy shit, ich sehe ein Dia. Noch ein Dia. Noch ein Dia. Nein, das ist, glaube ich, ein Fake. Probier du mal. Aber ach, scheiße. Haben wir noch eine Spitzhacke oder wie? Oh Gott, ich bin jetzt in einem Block drin, Elina. Hast du was gesehen? Hey, das klappt doch. Bist du doof? Echt jetzt? Verarschen? Oh, Witz. Nee, klappt nix. Also, gar nichts, hab wieder ich da gesehen. Ein Fake-TikTok. Man wird hier verarscht. TikTok, nach wirklich alles Strich fake. Und Faden. Der Glitch ist tatsächlich richtig cool und ich glaube auch so ein bisschen daran. Ich sag mal so zu 70%, dass der wirklich funktioniert. Und zwar muss man hier ein langes Nether-Portal bauen. Hier ein Dispenser, hinten ein Knopf und in dem Dispenser ist ein Pulverschneeeimer. Okay, wir sollen jetzt das Portal anzünden. Ich hoffe, das funktioniert jetzt überhaupt. Ah, okay, das funktioniert. Jetzt sollen wir den Button drücken. Hey, okay, das ist cool, Und jetzt können wir das hier alles abbauen, was das Portal nicht berührt. Zack. Wow, wir können ein langes Portal machen. Das geht ja. Oh Ben hat's kaputt gemacht. Leute, okay, man kann da also nichts platzieren. Das hätte ich echt nicht gedacht. Der Glitch, wo ich eigentlich dachte, ja, das geht nicht mehr, das haben sie gefixt. Der geht jetzt. Alter, ist das cool. So, Ben, hier kannst du auch die Quid-Makrele machen. Ich glaube, das funktioniert nämlich nur in Singleplayer, aber ich weiß auch nicht, ob das überhaupt hier funktioniert. Und zwar müssen wir außen rein. Ich werde gleich auch reinhauen. Und zwar müssen wir hier diese Sachen mit Erde austauschen. Wir brauchen hier diese Kiste und 6 Erde. Dann bauen wir die 6 Erde ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und quitten sofort. So, jetzt starten wir die Map nochmal neu, packen sofort die Dias in die Kiste, packen hier die Erde rein und bauen sie jetzt wieder ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und Alt-F4en die Butze. Und wenn jetzt alles geklappt hat, müssten wir... Oh, es hat funktioniert, Ben! Leute, wir hatten als erstes nur 2x64 Diamanten und jetzt haben wir die Diamanten behalten. Das heißt, wir haben sie wirklich dupliziert. Das funktioniert for real. Wir haben unsere Dias dupliziert, Alter.
Das ist okay. Das war aber erstmal 64 Dias zu warm. Ja, na gut, okay, aber das könnte ja auch mit weniger funktionieren. Ultra krass, dass es geklappt hat. Hä, hätte ich niemals gedacht. Der 10. Glitch, Leute, ist, dass ich noch nicht die eine Mio Abonnenten habe. Das ist komisch, Leute. Ich glaube, das ist ein Mythos hier. Aber wir können den Mythos... Ist das ein Fake oder ist das real? Ja, wir können den Mythos easy aufräumen, indem ihr alle mal abonniert. Ne? Das wär nice. Ne? Dann ist der Glitch auch mal weg. Ne? Weil eigentlich habe ich schon eine Million. Spaß. Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich riesig freuen. Und haut da rein, Leute. Tschüss.